Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer mir ein bisschen intensiver folgt, der hat mitbekommen, dass ich vor einigen Wochen 30 Jahre alt geworden bin. Und das habe ich ein wenig größer gefeiert. Und zwar habe ich selbst ein Krimi-Dinner veranstaltet. Und in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, wie ich das Ganze gemacht habe, was ich dafür benutzt habe. Erstmal, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, ein Krimi-Dinner zu machen. Ich hatte verschiedene Ideen. Ich wollte auf jeden Fall irgendeine Art Motto-Party machen. Das nächste Mal mache ich vielleicht eine Pyjama-Party, weil irgendwann die Klamotten unbequem wurden nach ein paar Stunden. Ich wollte auf jeden Fall eine Motto-Party machen. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 war, dass ich bei anderen Geburtstagen halt einfach erlebt habe, dass man Grüppchenbildung hat. Dann hat man natürlich einige Personen, die irgendwie keiner Gruppe zugehörig waren. Das ist dann immer blöd. Und das ist natürlich bei größeren Geburtstagen, also in meinem Fall halt einfach so, dass da Leute aufeinandertreffen, die sich entweder noch nie vorgesehen haben oder die sich nur so aller Jubeljahre mal bei einem Geburtstag sehen. Und mir war es einfach wichtig, dass sich halt nicht diese Grüppchen bilden, dass sich alle irgendwie miteinander austauschen, weil das sind alles Menschen aus meinem Leben, die mir sehr wichtig waren, die für mich auch an diesem Tag da waren. Und ich wollte nicht, dass sich die Leute unterhalten, die sich auch sonst immer unterhalten und andere Leute vielleicht eher das Gefühl hatten, ausgeschlossen zu sein oder nirgendwo zuzugehören. Das wollte ich einfach vermeiden. Und deswegen dachte ich, wäre ein Krimi-Dinner wirklich die passende Möglichkeit. Und es hat auch tatsächlich genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dass wirklich jeder mit jedem gesprochen hat. Es war nie Stille, es war immer Action, es war immer Gelächter, immer Gerede. Und die Leute sind so automatisch ins Gespräch gekommen. Und es war halt einfach auch sehr, sehr kurzweilig. Also man hatte ja die ganze Zeit irgendwie was zu tun und zu machen und konnte sich auf der anderen Seite aber auch immer mal wieder zurückziehen und sein Essen genießen. Und am Ende, als dann das Krimi-Dinner zu Ende war, haben wir uns dann auch über ganz normale Sachen natürlich unterhalten. Deswegen kann ich das wirklich sehr empfehlen. Ich habe euch in dem ganzen Prozess die ganzen Wochen und Monate davor mitgenommen und zeige euch jetzt erstmal meine Einladungskarten, die ich selber gemacht habe. Starten wir mal mit den Einladungskarten. Ich habe mir bei Amazon solche schwarzen Blankokarten bestellt mit passenden schwarzen Umschlägen dazu. Die würde ich euch einfach mal unten in der Infobox verlinken. Die waren auch gar nicht teuer. Das sind jetzt 10 Stück. So, dann braucht man noch diverse Materialien, Bleistift, Pinsel, meine Farben, also ich nehme Acrylfarbe, weil ich glaube, auf dem Schwarz würde es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und male mir jetzt einmal hier noch meine Vorlage vor, die ich dann auf alle Postkarten draufbringen werde. So, das ist jetzt meine fertige Karte mit einer Lupe und dem Wort Krimi. Und da rein schreibe ich jetzt hier einfach mit so einem Edding in Silber. Und dann war natürlich die Frage, wie machst du das denn? Also am Anfang dachte ich noch, ich schreibe dieses Krimi-Dinner alleine. Bis ich dann darauf gekommen bin, dass es Gott sei Dank vorbereitete Spiele gibt, die man einfach kaufen kann. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und habe mich dann am Ende für ein Spiel entschieden von dem Coccolino Spieleverlag. Den verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Da guckt man halt erstmal, okay, wie viele Leute sind wir denn? Also es gibt Spiele für 4 bis 11 Personen und dann gibt es Spiele für größere Personengruppen, die dann für mich in Frage kamen. Also für 4 bis 11 Personen hat man, glaube ich, 5 Spiele zur Auswahl und dann ab 11 Personen 3 Spiele nochmal zur Auswahl. Und unter diesen 3 Spielen habe ich mich dann für eines entschieden. Und da hat man dann nochmal die Auswahl, ob für 11 bis 15 Personen oder 16 bis 20 Personen. Und ich habe dann das für 11 bis 15 Personen genommen. Man hat halt immer so, ich sag mal, Nebencharaktere, die man einfach streichen kann, wenn mal jemand krank wird oder wenn man halt nicht so viele Teilnehmer einfach hat. Und habe mich also für dieses Spiel entschieden. Das, was ich dann genommen hatte, war 34,90 Euro. Dann hat man sich alle Unterlagen ausgedruckt und hatte wirklich eine Spielanleitung, die jeder versteht. Wirklich Schritt für Schritt, was musst du wann tun. Und ich hatte jetzt wirklich mehrere Wochen Vorbereitungszeit. Ich glaube, dass man es aber auch theoretisch in wenigen Stunden oder Tagen schaffen kann, falls ihr spontan noch entscheidet, sowas zu Silvester machen zu wollen, was ich auch sehr, sehr cool fände. Und man hat halt damit angefangen, dass man sich erstmal alles durchgelesen hat, sortiert hat
Und dann die Einladung, die schon vorbereitet, die man schon vorbereitet bekommt, also einen Text mit einer Charakterbeschreibung, weil jeder Gast hat einen Charakter zugeordnet bekommen, mit dieser Charakterbeschreibung und noch einem Zeitungsausschnitt, passend zu der Zeit und zu den Ereignissen, hat man dann an diejenigen verteilt. Und schon da ging es halt los, dass die Leute erstmal so, oh, und Krimi-Dinner, und einige waren ganz begeistert und haben sich gefreut und andere hatten so, was muss ich denn anziehen und was muss ich denn machen? Also da auch beruhigen, es ist überhaupt kein Stress. Genau, und dann hatte man halt für sich alle Unterlagen, die man brauchte. Man hatte halt, also jeder hat dann halt, als man dann zu meinem Geburtstag kam, hat man nochmal einen Umschlag bekommen mit Hinweisen, wie man halt seine Rolle zu spielen hat. Mit wem man vielleicht auch reden sollte, mit wem man nicht reden sollte, wen man mag und wen man nicht mag. Und dann gab es nochmal eine zweite Spielrunde, wo es neue Hinweise gab. Und ich als Spielleiter durfte mir auch die Charakterbeschreibung nicht durchlesen, weil es stand da, dass irgendwo im Fließtext der Charakterbeschreibung steht, wer der Mörder ist. Also ich wusste vorher nicht, wem meiner Freunde ich denn die Rolle des Mörders auch zuteile. Und es war dann, ich möchte jetzt nichts verraten, aber es war dann auch im Laufe des Spiels unglaublich interessant und lustig, wer tatsächlich der Mörder war, wie sich das für denjenigen auch entwickelt hat. Also es war dann tatsächlich eine meiner liebsten Freundinnen, die ich habe, die dann der Mörder war. Und das war halt auch so lustig. Ich wusste ja auch am Anfang nicht, wer hat jetzt welche Beziehung zu wem. Und es war dann halt so unglaublich lustig, dass zum Beispiel meine Mutter hatte, glaube ich, eine Affäre mit meiner Oma. So, zum Beispiel. Das war dann halt auch einfach super süß. Und jeder schlüpft so in seine Rolle und agiert dann halt auch während dieses Krimi-Dinners in seiner Rolle. Also sie haben das so gemacht, dass ich das dann halt ab einer gewissen Zeit einfach eröffnet habe, jeder in seine Rolle geschlüpft ist. Und dann hatte halt jeder so seine kleinen Aufgaben, die er auch erledigen muss, damit das Ganze natürlich irgendwie funktioniert. Und das sind aber wirklich Sachen, da musst du nicht schauspielern, musst du dich nicht verstellen. Das war für keinen unangenehm, das war wirklich toll, weil so jeder mit jedem ins Gespräch gekommen ist. Und alle waren sofort offen und sind aufeinander zugegangen. Also da gab es null Hemmschwellen, da war ich so begeistert tatsächlich auch, wie das lief. Einfach toll. Und das zog sich halt so quasi über das gesamte Essen. Während des Desserts haben wir dann so ein bisschen jeder überlegt, wer könnte denn der Mörder sein. Dann hat jeder so eine Vermutung abgegeben und dann wurde das Ganze aufgelöst. Und mit dem Essen war dann quasi auch dieses Krimi-Dinner beendet. Und jeder konnte wieder in seine normale Rolle schlüpfen. Und dann haben wir uns halt einfach ganz normal weiter unterhalten. Aber das Eis war halt erstmal gebrochen. Das, was ich mir halt für den Anfang gewünscht hatte. Und deswegen werden solche Krimi-Dinners halt zum Beispiel auch gerne gemacht bei irgendwie so Firmenveranstaltungen zum Beispiel, damit es halt nicht so trocken einhergeht. Aber auch so für Familienfeiern kann ich das wirklich, wirklich sehr empfehlen. Es war nicht kompliziert, es war alles genau erklärt, es war alles dabei. Also auch wirklich von vorne bis hinten echt gut durchdacht. Auch so, okay, was mache ich jetzt, wenn jemand krank wird? Das wurde halt da beantwortet. Also wirklich, wirklich kann ich sehr empfehlen, diese Spiele vom Cucolino Spiele Verlag, wenn ihr das auch mal machen möchtet. Für mich hat das wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Und dann habe ich natürlich auch, weil man soll natürlich auch so eine gewisse Atmosphäre schaffen für so ein Krimi-Dinner, entsprechend dekoriert. Und meine Dekoration, die zeige ich euch jetzt noch. Ich wollte gerade meine Deko einpacken, weil ich die jetzt endlich alles zusammen habe, um sie dann mit in die Location nehmen zu können. Und wollte die euch einmal jetzt nochmal zeigen. Ich habe mich für Gold und Schwarz entschieden. Wusstet ihr übrigens, dass es zwei verschiedene Goldtöne gibt? Dass das hier Gold ist und das hier auch? Das ist für mich eher Bronze, aber egal. Wir fangen mal an, dass ich schwarze Tischdecken genommen habe. Also solche, keine Papiertischdecken, aber schon welche, die man dann wieder wegwirft. Und zwar habe ich 6 Stück genommen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Die kann ich euch auf jeden Fall raussuchen und verlinken. Also schwarze Tischdecken und Servietten, die habe ich dann bei Rossmann geholt. Das passte halt sehr gut. Nehme ich dann solche. Die Platzkarten sind auch weiß. Das passt sehr gut. Und dann habe ich hier bei Amazon so ein Set bestellt, wo mehrere Sachen drin sind. Da sind Girlanden drin, da sind solche Pompons drin. Da sind Luftballons drin. Das zeige ich euch dann auch mal, wenn es in der Location hängt. Ich habe auch noch Helium für Luftballons. Also einige werde ich auch mit Helium füllen. Hier sieht man so einen, der mit Konfetti auf jeden Fall gefüllt ist. Das
kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Und dann habe ich auch bei Amazon bestellt. Schade, dass die alle kein Bild haben, wo ich euch zeigen kann, was das eigentlich ist. Das sind nämlich goldene, lange Vorhänge. Und ich muss mal gucken, wo in der Location ich die aufhänge. Aber irgendwo werde ich diese langen goldenen Vorhänge aufhängen. Die sind bestimmt auch mega, mega geil als Bildhintergrund, als Fotohintergrund. Genau, aber ich zeige es euch dann einfach nochmal genau, wenn es dann in der Location auch hängt. Ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen meine Deko. Das hier sind die Luftballons mit dem Konfetti drin. Da ist eigentlich Helium drin, aber offensichtlich halten die das Helium nicht so gut. Gestern Abend hingen die nämlich noch alle an der Decke. Nun gut. Das hier ist meine Tafel. Hier seht ihr die schwarzen Tischdecken, die Servietten. Das hier sind die Platzkärtchen, also diese Namensschilder, die bekommt ihr mit dem Spiel mit. Und dann habe ich einfach bei Amazon solche weißen Tischkärtchen bestellt und die da drauf geklebt. Und jetzt liegen die einfach bei jedem davon. In die Mitte habe ich gelegt die goldenen und silbernen Pompons, weil wir es irgendwie nicht gebacken gekriegt haben, dass die schön rund wurden. Da hinten ist der Geschenketisch. Da liegt auch noch eine Girlande drauf und die Luftballons. Dann seht ihr hier oben, habe ich diese Spiralen angebracht. Auf jeder Seite immer 6 Stück, das sieht ganz süß aus. Und das Highlight sind für mich wirklich die goldenen Vorhänge. Das macht so viel her, das sieht so, so, so geil aus. Wir haben halt hier einen Vorhang, dann kommt hier die Tafel. Und da ist die Durchreiche zur Küche, die ist dann zu. Und da hat man halt dann hier nochmal die Vorhänge. Sehr cool. Und hier so hinter dem Vorhang habe ich mir so meine Sachen deponiert, die ich dann so für das Spiel brauche. Also die Umschläge, die man verteilt am Anfang und dann nochmal eine Hälfte. Das Band braucht man dann zwischendurch, um zu markieren, wo die Leiche gelegen hat. Da habe ich hier noch so einen kleinen Schuhkarton. Mit allerlei Kleinkram, das Schmiergeld ist hier drin, die Anschuldigungskarten sind da drin. Das habe ich mir hier so hinterm Vorhang deponiert. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch die Einblicke, die ihr so ein bisschen bekommen habt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie man denn ein Krimi-Dinner selber veranstalten kann, wenn jetzt irgendwas noch ungeklärt ist, stellt mir die Fragen sehr, sehr gerne in den Kommentaren und schreibt doch mal, ob ihr auch schon mal ein Krimi-Dinner veranstaltet habt. Meine Schwester und mein Schwager, die waren zum Beispiel schon mal bei einem Krimi-Dinner. Da war es ein bisschen anders aufgebaut. Also die hatten da nicht wirklich aktiv eine Rolle. Die mussten schon auch überlegen und Aufgaben lösen bzw. Rätsel lösen, aber hatten nicht so eine aktive Rolle. Es war auch dann interessant, das mal so gegeneinander zu sehen. Aber so wie wir es gemacht haben, so wie das geplant war und gelaufen ist, kann ich das sehr, sehr, sehr empfehlen. Es war wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe und hat auch genau das erreicht, was ich mir gewünscht habe, dass halt eben jeder in Kontakt kommt, dass es halt was Aktives ist und das war echt sehr, 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 sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Ich versuche euch so viel wie möglich unten in der Infobox zu verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!